Ich habe gerade ein 3-Kronen-Scharfschützengewehr gefunden, für das habe ich leider keine Munition dabei. Aber das ist eigentlich bis jetzt so ziemlich meine beste Waffe. Ach ja, genau, ich bin hier überladen, deswegen kann ich nicht sprinten. Wo ist denn das letzte Safe House? Das ist schon ein Stückchen entfernt, ne? Ich guck mal, ich habe vielleicht ein bisschen Waffen, die ich gar nicht unbedingt brauche. Zum Beispiel das hier, das kann man ablegen. Ablegen auf X. Da bin ich mir immer nicht sicher. Die hebe ich mal lieber noch auf, wegen verschiedenen Munitionstypen schon alleine. Ist das vielleicht nicht blöd? Aber ich bin so überladen. Damn, was habe ich denn hier noch? Ah, ich habe eine Klauke 17 gefunden. Die wäre ein bisschen besser, zumindest vom Schaden, als meine Standardpistole. Die wäre vielleicht ein guter Kompromiss zwischen Möller und Magnus. Die Klauke. Nehmen wir die 2-Sterne-Klauke mal als Pistole. Warum nicht? Lass mich mal schnell schauen, ob wir hier irgendwelche Mods haben. Nö, leider gar nichts. Schade. Naja, dann würde ich sagen, YOLO, weiter geht's. Ach, guck mal, der ist ja voll durch den Zaun gefallen. Das sehe ich jetzt erst. Das ist ja nett. Angst und Schrecken werde ich in den stählernen Herzen der Maschinen wecken. Nee, in Wirklichkeit habe ich Angst und Schrecken. Hier sind viele Gebäude. Es gibt viel Loot, wurde mir schon angezeigt. Das heißt, wahrscheinlich ist auch viel, viel böse. Oh, yeah, das ist ein Safe House, ne? Yahoo! Yes, Unterschlupf freigeschaltet. Ah, oh, hurra. Ich mach mal die Türen zu. Es zieht. Ich habe Angst vor Monster-Robos. Robomonstern. Okay, das rockt so ziemlich. Und ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, zurückzulatschen. Ich trottel. Sodala. Alle Türen zu, damit es nicht so zieht. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Loot finden. Sieht aber ehrlich gesagt ziemlich leer aus hier. Ah ja, okay. Hat er jetzt die Wahl zwischen Gronkh und Lansquid Stream? Die Entscheidung ist wohl klar. Hallo, Mr. Skyline. Dankeschön. Es ist mir eine Ehre. Was spielt denn der Gronkh momentan? So, zerlegen wir mal Zeugs. Würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder Munition für unsere Waffe hier aus unserer Kiste knödeln. Nee, ich leg die Waffen in die Kiste. Glaube ich eher. Das behalte ich, aber das kann weg. Okay, soweit, so gut. Das stimmt. Hier kann man auf jeden Fall dem Chat wenigstens folgen. Ich behalte mal die Klauke. Oder schauen wir uns mal Klauke an. Exklusives Mehrzweckgeschoss, hochexplosiv. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich schnell gucken, welche Munitionsarten wir jetzt aktuell für unsere aktuellen Waffen wieder brauchen. Also, hier brauchen wir immer noch die 7,2 und die braucht aber die 2,70. Das ist eine andere als die andere. Das heißt, wir brauchen die hier nicht mehr aktuell. Und dafür brauchen wir die hier. Von denen habe ich vier.
Bin mir nicht sicher, ob das dann die richtige Wahl ist. Verdammt. Ich hätte echt gedacht, davon hätten wir mehr. Oh, Mist. Ich glaube, mit 4 Schuss kommen wir nicht so weit, oder? Moment mal. Ich habe 40? Habe ich mich gerade verguckt oder bin ich doof? Tja, auf jeden Fall bin ich super überladen und ich bin mir nicht mal genau sicher, warum eigentlich. Ich muss mal echt noch mal kurz mein Inventar durchstöbern. Weil ich so viel Munition habe, wahrscheinlich. Die können wir aber brauchen. 9 mm brauchen wir nicht. Ach so, warte mal. Mit was schießt denn unsere neue Pistole? Die Klauke. Die schießt mit 9 mm. Ha! Na also. Neun Millimeter habe ich ganz schön viel angesammelt, glaube ich auch. Jetzt scroll halt schneller Text. So, danke. Da können wir hier jetzt aber doch wieder einiges rausschmeißen. Die brauchen wir nicht. Oder? Die schon. Die nicht mehr. Nö. Das sind die 9 mm hier. Aha. Okay, die sind ein bisschen komisch sortiert. Warte mal. Hä? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Habe ich jetzt für jede Waffe Munition dabei? Ja, gut. So weit, so gut. Feuerwerkskörper, weg mit euch. Granaten. Jetzt habe ich richtig Granaten. Rauchgranaten können, glaube ich, weg. Aber so richtige Granaten sind schon gut, glaube ich. Adrenalin, auch wieder ein paar Heilpäckchen zumindest. Viel sind es nicht, aber gut. Ist ein Anfang. Hey, ich verstehe gerade nicht genau, woher das ganze Gewicht kommt. Weil auch die Munition ist nicht so schwer. Und auch die Waffen sind nicht so schwer. Muss mal gucken. Die Radios, gut, okay. Aber ich würde fast. Hier, die sind relativ schwer. 8 Kilo auf einen Batzen gleich. Aber die sind auch nützlich. Da packe ich lieber die ganzen Radios weg, die ich eh nie benutze. Wobei jetzt, wo ich gesehen habe, dass die so einen breit gefächerten Radius haben, hä? Breit gefächert, könnte man die doch benutzen. Mein Charakter ist zu fett, daran liegt es wahrscheinlich, ja, das kann sein. Dabei laufe ich und radel doch den ganzen Tag durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, was das soll. Jetzt gucke ich nochmal schnell, wie die Mods bei all meinen Waffen habe ich eigentlich. Ah ja, warte mal, das ist eine gute Idee. Ich nehme jetzt mal alle Mods, die in der Kiste sind, raus. Da habe ich nämlich einige gelagert. Und jetzt gucke ich mal, ob die auf meine Waffen gehen, die ich aktuell ausgerüstet habe. Und wenn nicht, werden die alle zerlegt, nämlich jetzt. Weg damit. Okay. Aha. Ich hätte hier auch ein 4x8. Aber das Ding ist eh so ungenau auf Entfernung. Da reicht das Visier vollkommen. Da passt schon. Aber will ich auf mein Maschinengewehr ein Ding mit so viel Zoom? Ehrlich gesagt nicht. So, und die Klauke. Die gute Klauke. Na gut, zerlegen wir den ganzen Mod-Zeugs hier. Hä? Wo ist denn? Habe ich hier? Da, also hier. Wir können aufstehen, übrigens, Charakter. Wir müssen nicht mehr schleichen. Oh, ich glaube, das Visier hebe ich mir doch auf. Das ist in so gutem Zustand. Das können wir vielleicht noch brauchen. Aber alles andere, das jetzt nicht montiert ist, wird jetzt einfach zerlegt.
Kann ich nicht irgendwie meinen gesamten Schrott gleich lagern? Oder ist der jetzt schon gelagert? Ich verstehe die Regeln in dem Spiel nicht. Hier Kleber, Kleberstahl, Plastik. Dich würde ich gerne hier in der Kiste lagern. Aber hier gibt es irgendwie die Kategorie gar nicht. Muss ich da an den Werktisch oder so irgendwie? Ach so, hier kann ich Kleidung herstellen. Alle Ressourcen lagern. Okay, ich glaube, an dem Tisch geht das. Wie zum Teufel recycelt man Klebstoff aus fertigen Produkten? Das geht bestimmt irgendwie. Ich glaube wirklich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich kann mir vorstellen, mit dem richtigen kleinen Chemiebaukasten und der richtigen Klebesubstanz, die verwendet wird, kann man die wahrscheinlich irgendwie von manchen Oberflächen wieder runterkratzen. Oder? Das klingt nach was, das theoretisch gehen könnte. Aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ob das wirklich möglich ist. Ich sage nur, es klingt irgendwie logisch. Holen wir uns ein Radl. Ah, apropos Radl. Nein, nicht apropos, aber bevor wir Rosladeln, wie wäre es mit Heilung? Auf einem Quickslot. Hier die einfachen. Radio. Okay, Funkgerät brauchen wir auch nicht unbedingt. Okay. Go. Ich höre Geräusche. Moment, ich wollte mir doch ein Rad holen. Mein Hirn ist wirklich irgendwie einfach ein halbes Kilo Matsch manchmal. What? Oh, die haben rote Kabel. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die super böse sind. Klebstoff ist in der Regel Zeug, das oxidiert und damit aushärtet. Aber was ist zum Beispiel mit Tesa-Poster-Strips? Ohne Werbung machen zu wollen. Es gibt bestimmt auch tolle Poster-Strips von anderen Marken oder so. Aber die bleiben immer. Oder so, genau, so Nano. Das ist vielleicht so Nano-Klebstoff. Das ist es wahrscheinlich. Das ist so Nanopartikelkleber. Und den kann man so lange wiederverwenden, bis er komplett voll mit Katzenhaaren ist. Meiner Erfahrung nach. Ich weiß nicht, wenn man keine Katzen hat, vielleicht sogar noch länger. Ich meine, in diesen bizarren 80er Jahren hier in Schweden sind ja quasi alle. Also ich meine, da ist die Technologie ja auf einem ganz anderen Stand als in Wirklichkeit in den 80ern. Vielleicht ist da auch Nanoklebstoff, Nanopartikelklebstoff schon viel weiter fortgeschritten und man kann den ganz anders benutzen. In den 80er Jahren in Zielfernrohren. Ja, natürlich. Alles, da wird nichts mehr geschweißt oder nichts mehr richtig verklebt oder auch Fassungen passen nicht mehr so hundertprozentig. Alles wird nur noch mit Nanopartikelkleber zusammen. Deswegen zerfallen die Roboter auch bei jedem Schuss sofort. Die sind alle nur mit Nanokleber zusammengeklebt. Gerade so, dass sie halten. Ah, die Gruppe da hinten macht mir wirklich irgendwie ein bisschen Sorgen. Ob ich den hacken kann? Mit 25%iger Wahrscheinlichkeit, ne? Das ist schlecht. Aber den anderen habe ich auch nur 40%. Aber theoretisch könnte ich es jetzt versuchen. Und wenn es nicht klappt, was sehr wahrscheinlich ist, warten wir eine Minute. Und dann versuche ich es nochmal. Holt euch mal einen Keks oder so. Geht mal aufs Klo. Ich trinke mal einen Schluck. Dann versuchen wir es einfach nochmal. Auch wenn ich ja schon öfter bemängelt habe, wie nutzlos das Hacken ist, würde ich gerne sehen, wie jetzt gleich die ganzen Humanoiden hier auf den Dicken losgehen und andersrum. Aktivität ruhig, Schwierigkeit mittel.
Die sind Schwierigkeit schwer und der Schwierigkeit mittel. Also als der letzte seinen Raketenwerfer auf dem Rücken hatte, war der alles andere als mittel. Verstehe nicht, wie die das. Aber gut. Ach, das sind irdische Invasoren, keine Alien-Roboter. Ja. Soweit ich die Story mitbekommen habe, sind die von Schweden gebaut. Also ich glaube, das ist quasi das automatisierte schwedische Militär, das aus irgendeinem Grund durchdreht. Also ich glaub's zumindest. Ich habe bis jetzt noch keine Produktionsstätten gefunden oder so, keine Ahnung. Nee. Eine Alien-Invasion wäre auch ein Szenario. Boah, ey, bei den Game Awards. Bei den Game Awards. Es ist wirklich lustig. Ich meine, für mich ist das alles überhaupt nichts, weil, ne, ihr seht ja, ich spiele das Spiel hier auch alleine. Und ich spiele so Spiele immer alleine. Und ich spiele grundsätzlich alleine. Ab und zu mit Merlin zusammen mal was auf der Couch oder so. Aber ungelogen. Wirklich. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, weiß ich nicht, 30 Spielen, die gezeigt wurden, waren 20 Spiele, 4-Spieler-Koop-Multiplayer-Spiele. Unfassbar. Teilweise kam da wirklich, dass es denen selber nicht irgendwie blöd vorgekommen ist, dass da teilweise 4 Trailer für ein 4-Spieler-Koop-Spiel, das Zombies durch Roboter oder Orks ersetzt und ansonsten genau gleiches hintereinander gekommen sind bei den Game Awards. Das war teilweise schon fast ein bisschen lustig. Die haben 15 Mal ungefähr oder öfter den gleichen Trailer gezeigt, nur dass irgendwelche Figuren, Bewaffnungen oder Gegner quasi ausgetauscht wurden. Das war schon ein bisschen lustig. Und ansonsten wurde nicht viel gezeigt, oder? Der neue Smash Brothers Charakter Sephiroth. Damit hat bestimmt keiner gerechnet, aber weiß ich auch nicht. Also ich meine, hey, keine Ahnung, mir wäre eine neue Franchise lieber gewesen als Sephiroth. Ich glaube, da kommt einer und sagt, oh, guck mal, na, was da hinten los ist. Da beobachtet uns einer schon seit einer Viertelstunde mit dem Fernglas. Ich guck mal nach, was da los ist und sag mal was. Hallo, Sie da drin in der Lagerhalle. Was machen Sie denn da mit dem Fernglas? Nix, nix. Ich setze nur meine magischen Brain-Kräfte ein, damit ich durchs Fernglas guckend Roboter hacken kann. Alles ganz normal. Oh, Hitboxen in dem Spiel. Ihr seid aber auch ein bisschen doof. Ah, hier kann ich doch drunter kriechen, dann ist gut. Hey, jetzt, was ist denn hier los? Warum patrouillieren jetzt hier plötzlich so viele? Ich wollte hier nur eine kleine Robo-Shit-Show verursachen. Ob wir den jemals gehackt kriegen? Ich meine, theoretisch, durchschnittlich sollte es bei jedem vierten Versuch funktionieren. Insofern sind jetzt die Chancen nicht so schlecht. Aber durchschnittlich kann halt auch heißen, dass es jetzt 16 Mal nicht klappt und dann 4 Mal hintereinander. Also, naja, mal schauen. Hoffen wir nicht. Ich schüttel mein Fernglas ein bisschen. Ich bin hier immerhin Geheimagent. Hier wird geschüttelt und nicht gerührt. So, rühren Sie sich. Hacken! Oh, komm schon. Manu. Ja, und ansonsten, was ich schon cool finde, ist, dass neues Perfect Dark in Arbeit ist. Oh, es hat doch geklappt. Und zwar von diesem neuen Studio, das Microsoft gegründet hat, das sich selber als... Oh Gott. Oder das als Quadriple-A-Studio angepriesen wurde, von wegen, das macht zu geile Spiele, das Triple-A schon gar nicht mehr reicht, yo. So ungefähr haben die das gepriesen. So, und jetzt bin ich wieder in den Kampf eingetreten. Das hasse ich so an dem Spiel. Warum wissen die jetzt, wo ich bin? Wahrscheinlich können die halt jetzt ihre magischen Brain-Fähigkeiten genauso einsetzen, wie ich meine einsetzen kann, um zu hacken, wo ich bin oder so. Aber die haben gar kein Brain.
Und bei Phantasy Star Online haben wir doch gelernt, dass Roboter gar keine Magie einsetzen können. Also was soll das? Aber hier unter dem Regal scheine ich gut geschützt zu sein fürs Erste. Aber wenn die noch ein bisschen näher kommen, dann wird es schmerzhaft. Zum Glück ist mein Respawn gleich da hinten ums Eck, also was soll's. Puh! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ah! Hilfe! Ich geh in das Häuschen da versteckt. Ah! Da hat es sich aus versteckt. Da geben wir aber auf, weil. YOLO und so, ist ja wurscht.